Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts mit Institutionen ökonomischen Grundlagen oder auch ÖRR 1. Wir sind heute angekommen bei der 7. Sitzung und mein Plan ist, dass wir in dieser Sitzung das Thema Deliktsrecht hinter uns lassen, also nach dieser Sitzung. Wie immer vorab der Blick auf den Terminkalender. Wir sind jetzt angekommen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hier in der 4. Woche. Genau, Donnerstag, wie Sie wissen, ist kein Tutorium. Genau, die Vorlesung für diese Woche nehme ich beide auf, weil ich heute einen Engpass in der Kinderbetreuung habe. Genau, ich denke, organisatorisches gibt es sonst nichts im Moment. Ach ja, die Leute, die Probleme mit dem Runterladen der Literatur haben, ja, bitte nochmal genauer schreiben, wo das Problem liegt, bei welchem Link genau und was für eine Fehlermeldung auftaucht, dann kann ich Ihnen vielleicht auch helfen. Es könnte ja sein, dass ich einfach einen schlechten Link gesetzt habe. Okay, aber jetzt geht es weiter im Deliktsrecht und zwar haben wir ja bis jetzt die Häufigkeit der gefährlichen Handlung konstant gehalten. Wir haben nur gesagt, dass was an der Sorgfalt geändert werden kann, aber die Häufigkeit war bis jetzt konstant und die werden wir jetzt auch variieren und schauen, dass es dann ein bisschen komplizierter wird. Literatur gilt das gleiche wie immer. Schauen Sie sich die entsprechenden Kapitel an, entweder im Schäferort oder Kuta Julin. Im Zweifel ist es da besser erklärt, als ich es Ihnen erklären kann. So, worum geht es hier genau? Bis jetzt haben wir uns ja lediglich die Sorgfalt angeschaut, nicht aber die Häufigkeit der gefährlichen Handlung an sich, habe ich eben schon gesagt. Man kann ja nicht nur sorgfältig Auto fahren oder sorgfältig an Leitern vorbeigehen, sondern man kann sich auch überhaupt dafür entscheiden, wie häufig man Auto fahren will. Nicht wahr? Und ja, wir haben uns bis jetzt nur gefragt, wie sorgfältig man etwas tut und nicht wie häufig man etwas tut. Wir haben uns gefragt, durch welche Haftungsregeln wir die Sorgfalt optimal steuern können. Und die gleiche Art von Fragen können wir uns auch für die Häufigkeit stellen. Wie viel einer gefährlichen Handlung ist sozial optimal? Soll also durchgeführt werden. Anders ausgedrückt, wie viele gefährliche Produkte sollen produziert werden? Denn im Endeffekt ist das ja das Gleiche. Eine gefährliche Handlung durchführen oder ein gefährliches Produkt auf den Markt bringen, das mit einem gewissen Risiko Schaden anrichtet. Ne? Das ist äquivalent zu einer gefährlichen Handlung. Ne? Denn je mehr gefährliche Produkte ich auf den Markt bringe, desto eher kann was passieren. Oder wie viele Autofahrten sollten unternommen werden? Oder wie viele Probebohrungen nach Öl sollte es im Golf von Mexiko geben? Das ist auch eine gefährliche Handlung. Und bei all diesen Fragen können wir untersuchen, ob wir die Häufigkeit der gefährlichen Handlung durch Haftungsregeln irgendwie optimal steuern können. Und wenn ja, durch welche Haftungsregeln? Ja, wie immer. Der Unterschied zur Steuerung der Sorgfalt ist, dass wir Sorgfalt viel leichter beobachten und steuern können. Da setzen wir einfach einen Sorgfaltsmaßstab fest. Aber bei der Häufigkeit der gefährlichen Handlung ist es viel schwerer, eine optimale Größe festzulegen. Und noch viel schwerer wird es, wenn viele Menschen diese gefährliche Handlungen machen. Ne? Denken Sie ans Autofahren. Wie sollen wir denn entscheiden, wer wie viel Autofahren darf? Das kann man schlecht von außen festlegen. Da müssen wir also versuchen, Anreize für die optimale Häufigkeit zu setzen, denn von außen können wir schlecht bestimmen, wer wie oft Auto fährt. Zunächst schauen wir uns an, wie viel einer gefährlichen Handlung überhaupt sozial optimal ist. Konkret fragen wir uns, welche Menge eines gefährlichen Gutes produziert werden soll. Warum formulieren wir das in der Produktion eines gefährlichen Gutes? Klar, Sie können sich es vielleicht schon denken. Dann ist es für uns einfacher mit ökonomischem Instrumentarium, das der Marktanalyse, des Preismechanismus, eine Antwort zu finden, was denn die optimale Menge ist. Genau, wir wollen wissen, wie viel eines gefährlichen Gutes produziert werden soll. Und um das beantworten zu können, müssen wir natürlich wissen, was die Kosten sind des Gutes. Oh, sorry. Jetzt habe ich, glaube ich, was verändert.
passt wieder. Sorry. Konkret müssen wir wissen, was die Kosten sind der Produktion und natürlich, welcher Nutzen durch dieses gefährliche Gut gestiftet wird. Ne? Denn nur wenn es irgendwem einen Nutzen stiftet, wird es überhaupt nachgefragt. Dafür benutzen wir hauptsächlich mikroökonomische Argumente, mit denen Sie ja schon bestens vertraut sind. So, wie wie können wir jetzt die optimale Menge bestimmen des gefährlichen Gutes? Und zwar unabhängig davon, was das Risiko ist, ne? Sondern einfach nur die sozial optimale Menge eines produzierten Gutes. Wenn wir als zentrale Autorität, zum Beispiel als Regierung, steuern wollen, wie viel von etwas produziert wird, dann brauchen wir ziemlich viele Informationen. Denn wir müssen wissen, wie viel es gut ist, wie viel Nutzen stiftet, wie viel Nutzen stiftet, welche Kosten damit verbunden sind, wer soll produzieren und so weiter und so weiter. Das sind ziemlich viele Informationen und das ist ziemlich schwierig, was man ja historisch natürlich auch daran gesehen hat, dass Planwirtschaften in kommunistischen und sozialistischen Regimen, dass die in der Regel wirtschaftlich nicht so erfolgreich sind wie dezentrale Marktwirtschaften, ne, wo der Preismechanismus dezentral Angebot und Nachfrage reguliert. Genau, und wenn wir das Risiko der gefährlichen Handlung berücksichtigen, dann müssen wir uns auf rechtliche Regeln verlassen, um eine dezentrale Steuerung hinzukriegen. Zum Beispiel über das Haftungsrecht oder Produkthaftung. Wie viel einer gefährlichen Handlung will eine Gesellschaft haben? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es nicht zwangsläufig so ist, dass eine Gesellschaft eine Menge Null einer gefährlichen Handlung haben will. Ne? Denn nur weil Autofahren gefährlich ist, ist es nicht unbedingt sozial optimal, dass niemand mehr Auto fährt, um das Risiko zu vermeiden. Das heißt, es gibt irgendeine Art von Optimum. Um das beantworten zu können, müssen wir zunächst fragen, wie eine gegebene Menge, irgendeine Menge eines gefährlichen Gutes überhaupt produziert wird. Natürlich soll eine gegebene Menge möglichst billig produziert werden. Aber was heißt möglichst billig? Mit möglichst geringem Aufwand an Ressourcen, und zwar gesamtgesellschaftlichen Ressourcen, denn wir suchen ja nach einem gesamtgesellschaftlichen Optimum. Schauen wir uns folgendes Beispiel an. Es geht hier um Sprudelwasser. Warum ist das ein potenziell gefährliches Gut? Einigen von Ihnen ist es vielleicht schon mal passiert, wenn das Sprudelwasser in Glasflaschen abgefüllt ist, dann kann es gelegentlich spontane Explosionen dieser Flaschen geben, unter anderem in der Hand eines Konsumenten, und das richtet natürlich Schaden an. Wenn wir dieses Risiko jetzt erstmal ignorieren, denn es geht ja nur um die möglichst billige Produktion, dann können wir folgendes Modell aufstellen. Es gäbe verschiedene Brunnen, die Sprudel produzieren können. Die indizieren wir mit I, also 1 bis N Brunnen. Und die haben jeweils verschiedene Grenzkosten, C', und zwar jeder Brunnen I, jede Produzentin I hat Grenzkosten von CI'. Diese Grenzkosten, diese individuellen Grenzkosten sind abhängig von der Produktionsmenge XI. Und die einfachste Form, in der wir das jetzt festhalten, ist, dass diese Grenzkosten zwei Bestandteile haben. Einmal hier diesen Term AI, das sind individuell variable Kosten. Ne? Warum individuell variabel? Weil es einen Index I hat, plus ein Faktor, der konstant ist, B ist für alle gleich, mal die Ausbringungsmenge. Ne? Also wir haben hier quasi einen konstanten Faktor, der nur von der Ausbringungsmenge abhängt, und hier einen variablen Faktor, der für jeden
der für jede Produzentin unterschiedlich ist. Das ist viel einfacher, als wenn wir jetzt schreiben würden AI plus BIX, ne? Weil dann müssen wir hier auch noch dafür hier auch noch berücksichtigen, dass das B für jede Produzentin variiert. Und deswegen machen wir das nicht, sondern wählen die obere Form. So, jetzt haben Sie sich vielleicht gedacht, ah, das sieht schon ziemlich nach einer geraden Gleichung aus. Ja, das können wir als eine Gerade darstellen und das machen wir jetzt grafisch. In diesem Diagramm haben wir auf der horizontalen Achse die Produktionsmenge, xi. Auf der vertikalen Achse haben wir die Grenzkosten, ci'. Und für den ersten Brunnen, für die erste Produzentin, können wir folgenden Grenzkostenverlauf annehmen. Die erste Produzentin hat natürlich einen Index 1, deswegen hat die den Achsenabschnitt A1 und ja, dann ergibt sich folgende Gerade, Achsenabschnitt A1 und ab da mit der Steigung B steigt die Gerade. Okay? Und wir nehmen natürlich an, dass B irgendwas Positives ist, das heißt, je höher die Ausführungsmenge, desto höher sind die Grenzkosten. Je mehr wir schon produziert haben, desto teurer ist die nächste Einheit. Genau, dann haben wir noch eine zweite Produzentin, die hat einen Achsenabschnitt von A2, also irgendwie größere Kosten der ersten Flasche und gibt sich folgende gerade. Warum ist das parallel? Weil wir ja angenommen haben, dass das B für alle Produzentinnen I konstant ist, ne? Also B ist nicht BI und deswegen ist das hier parallel und das macht uns die Analyse ein bisschen einfacher. Und die Ergebnisse sind ja, einfach nur ein bisschen komplizierter, aber äquivalent, wenn wir das nicht annehmen. So, und dann haben wir noch eine dritte Produzentin, einen dritten Brunnen mit einem höheren Achsenabschnitt. Okay, nochmal weiter nach oben verschoben und wir beschränken uns jetzt erstmal auf drei Produzentinnen. Und dann sehen wir, ja, haben wir hier diese drei parallelen Grenzkostenverläufe. Wichtig, im Hinterkopf behalten, das sind Grenzkosten, also die zusätzlichen Kosten, die marginalen Kosten zusätzlicher Produktion. Jetzt wollen wir wissen, welche Menge oder für jede Menge wollen wir jetzt wissen, für jede Menge, wer soll diese Menge produzieren. Nehmen wir mal zum Beispiel die Menge XA. Sagen wir, diese Menge soll produziert werden. Wer sollte das machen? Wer kann denn am allerbilligsten die erste Flasche produzieren? Die allererste Flasche, also wir werden hier. Und wenn wir mal schauen, die allererste Flasche kann am billigsten die erste Produzentin produzieren. Und ja, Sie sehen, bis XA ist die erste Produzentin immer noch die kostengünstigste Anbieterin. Das heißt, die Menge XA wird nur von der ersten Produzentin hergestellt, angeboten. Ne? Woran sehen wir das? Naja, wenn wir diesen Punkt hier abtragen und die Grenzkosten ablesen, dann sind die Grenzkosten der ersten Produzentin immer noch niedriger, als wenn die zweite Produzentin hier in den Markt einsteigen würde. Okay? Wenn wir uns eine andere Menge XB anschauen, oh, ja, das steht hier nochmal. Einfach die erste Flasche sollte nur von der ersten Produzentin hergestellt werden. Hier sind wieder ganz viele Animationen drin. Okay. Anders gesagt, um das Minimum der gesellschaftlichen Kosten zu realisieren, sollte die Menge XA nur von der ersten Produzentin hergestellt werden. Was wäre denn jetzt, wenn wir stattdessen die Menge XB haben wollen? Eine höhere Menge. Okay, dann ist es weiter rechts. Und da sehen wir, wenn wir von da links die Grenzkosten ablesen, dann sehen wir, dass die letzte Flasche, die erste Produzentin hat hier diese Grenzkosten. Die Grenzkosten der ersten Produzentin sind an diesem Punkt höher, als wenn die zweite Produzentin jetzt einsteigen würde und ihre erste Flasche herstellen würde. Okay? Das heißt, gesamtgesellschaftlich sollte die zweite Produzentin jetzt auch in den Markt einsteigen bei der Menge XB. Nochmal,
Gesamtgesellschaftlich ist es optimal, wenn die Menge xb sowohl von der ersten als auch von der zweiten Produzentin produziert wird. Und wie sich das genau aufteilt, sehen wir gleich. Erstmal kurz hier der Blick rein, nochmal ein kleiner Zoom, damit Sie wirklich sehen, ne? Die Grenzkosten der ersten Produzentin sind auch wirklich höher, als wenn die zweite Produzentin hier einsteigen würde. So, nochmal hier eine eingezoomte Darstellung. Wir können uns jetzt überlegen, dass ab dieser Höhe, ab der die 1 nur noch zu höheren Kosten herstellen kann, also die als die 2, ab der Menge sollten beide produzieren. Die oberste waagrechte Linie hier stellt die Grenzkosten dar, wenn die erste Produzentin die gesamte Menge XB herstellen würde, also diese waagrechte Linie. Und jetzt schauen wir uns mal die dicke Linie an, die mit Delta X2 beschrift, an der Delta X2 dran steht. Delta X2 dran steht, da haben wir es. So, diese dicke Linie und Delta X2 ist hier abgetragen. Okay. Dieses kleine Stück, dieses Delta X2, kann die zweite Produzentin gerade zu diesen Grenzkosten produzieren. Und wenn wir diese Menge jetzt rüberschieben und an die Produktionsmenge der ersten Produzentin dranhängen, sieht das so aus. Sie stellen sich mal vor, die zweite Produzentin sieht sich einen Preis gegenüber in Höhe dieser dicken schwarzen Linie. Nee, die beide Produzentinnen sehen sich diesem Preis gegenüber, diesem Preis hier. Und was machen sie dann? Naja, die erste Produzentin produziert gerade so viel, bis sie ihre Grenzkosten erreicht hat. Denn, also so viel. Eine Ausweitung würde bedeuten, dass ihre Grenzkosten höher sind als der Preis. Das lohnt sich nicht mehr, das wissen wir aus der Mikroökonomik. Und weniger würde bedeuten, dass ihre Grenzkosten niedriger sind. Da lohnt sich auf jeden Fall eine Ausweitung der Produktion. Das heißt, die erste Produzentin wird nur bis hierhin produzieren und das gleiche gilt für die zweite Produzentin. Die zweite Produzentin wird bei diesem Preis diese Menge anbieten, denn mehr, da hätte sie höhere Grenzkosten, weniger, da würde sich eine Ausweitung der Produktion lohnen. Das hängen wir hinten dran an die Produktionsmenge. Ja, und so wie es konstruiert ist, kommen wir dann gerade auf die Menge XB. Das heißt, die Menge XB sollte in dieser Aufteilung von den beiden Produzentinnen angeboten werden. Ja, wobei die zweite Produzentin Delta X2 anbietet und die erste Produzentin bietet XB minus Delta X2 an. So, wenn wir noch einen höheren Preis haben, funktioniert die Logik genauso. Achso, das hier ist jetzt noch wichtig. Das, was bis jetzt hier diese rote Linie ist, das ist ja die gesamtgesellschaftliche, gesamtwirtschaftliche Angebotsfunktion. Ne? Wir wissen, bis zu diesem Punkt, wo die Grenzkosten, die minimalen Grenzkosten der zweiten Produzentin erreicht werden, bis zu diesem Punkt wird ja nur die erste Produzentin anbieten. Das heißt, bis dahin ist ihre Grenzkostenkurve gleich der gesamtgesellschaftlichen Angebotsfunktion. Ne? Denn das, was sie anbietet, was die erste Produzentin anbietet, ist das gesamtwirtschaftliche Angebot. Aber wir wissen, ab diesem Punkt lohnt es sich, für die zweite Produzentin einzusteigen. Und wir wissen zum Beispiel, dass dieser Punkt ein Punkt wäre, ein Angebotspunkt gemeinsamen Angebots an Sprudelwasser und deswegen können wir da einfach verbinden, denn wir wissen, es muss eine Gerade sein. Und das sieht dann so aus, wenn ich jetzt nochmal meine Punkte wegmache, sieht man das noch deutlicher. So.
Genau, jetzt überlegen wir uns, wie das bei einem noch höheren Preis wäre. Wenn wir zum Beispiel da oben diesen Preis hätten, dann würde es sich lohnen, für die zweite Produzentin Delta X2 zu produzieren. Das können wir rechts dran schieben an die Menge, die sich für die erste Produzentin lohnt. Und haben dann diesen Punkt. Diesen Punkt, ne? Als Angebot. Und Sie sehen, das ist nur eine Verlängerung der flacheren roten Linie hier. Sieht das dann aus. Und das können wir dann immer weiter zeichnen. Sie können sich schon denken, bis wohin, nämlich bis dahin, wo es sich für die Drittproduzentin lohnt, einzusteigen muss. Und um das einzuzeichnen, zoomen wir nochmal raus, damit wir das besser sehen können. So, wir haben jetzt zunächst die Linie, ab der die zweite Produzentin in den Markt einsteigt, darüber die Linie, ab der die dritte Produzentin in den Markt einsteigt. Und bis dahin, wo die 2 einsteigt, entspricht die gesamtwirtschaftliche Angebotsfunktion der Grenzkostenfunktion der ersten Produzentin, haben wir eben schon gesagt. Das ist das, was hier fettrot angemalt ist. Da, wo die 3 einsteigt, können wir das Gesamtangebot wieder wie eben bestimmen. Da wissen wir, da wird die zweite Produzentin gerade hier dieses Stück anbieten. Das können wir rechts dranhängen, die Angebotsfunktion verlängern, dann sieht das so aus und verlängert so, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Keine Angst, es bleibt nicht so. Und wie sieht es da drüber aus? Da drüber wissen wir ja, dass die dritte Produzentin in den Markt einsteigt. Und wieder, dafür müssen wir uns jetzt wieder die Angebotsmenge überlegen, wenn ein noch höherer Preis verlangt wird, zum Beispiel dieser. Wie ist es da? Okay, bei dieser horizontalen Linie wissen wir ja, 1 und 2 zusammen bieten so viel an, ne? Weil das ist das gesamte Angebot der beiden. Und wie viel bietet die dritte Produzentin an? So viel, bis ihre Grenzkosten gerade dem Preis entsprechen, also dieses Stück. Wäre x3 und das können wir rechts dranhängen. Und kommen dann hier auf das gesamtwirtschaftliche Angebot bei diesem Preis. Und wieder können wir die Gesamtangebotsfunktion von hier aus dahin verlängern. Genau, und jetzt, genau, das ist jetzt die gesamtwirtschaftliche Angebotsfunktion, wenn wir genau 3 Produzenten haben. Bisschen übersichtlicher, Kritzel wegmachen. So, Sie sehen, wir haben zwei Knicke. Den ersten Knick hier, wo die zweite Produzentin einsteigt. Das ist der erste Knick und den zweiten Knick haben wir hier, wo die dritte Produzentin einsteigt. Das gesamtwirtschaftliche Angebot wird immer flacher, je höher die Menge ist. Und jetzt wissen wir, wie der Angebotspreis sein wird für jede Menge, die wir wollen. Ne? Wir wissen, wenn wir diese gegebene Menge haben wollen, dann wissen wir, dass dieser Preis dabei rauskommen wird auf diesem Markt. Und das müssen wir natürlich wissen, um das optimale, also um den markträumenden Preis rauszufinden. Aber jeder Markt hat natürlich zwei Seiten, Angebot und Nachfrage, und jetzt haben wir uns nur das Angebot angeschaut. Genau. Unterm Strich wissen wir jetzt also, bei welcher Produktionsmenge welche Kosten gesamtwirtschaftlich entstehen. Denn wenn diese Menge angeboten wird, dann wissen wir ja, das ist der Preis und das sind dann auch die Grenzkosten, zu denen produziert wird.
Ah, hier steht es nochmal. Die aggregierten Grenzkosten. Die aggregierten Grenzkosten, nichts anderes als das gesamtwirtschaftliche Angebot. Hier nochmal die Hilfslinien weggelassen. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Angebot, denn wir haben bis jetzt nur was über die Grenzkosten gesagt, ne? Also die marginalen Kosten der zusätzlichen Produktion. Aber was sind denn jetzt die gesamten Kosten? Ne? Das ist ja auch eine interessante Größe. Wenn wir die Menge XA produzieren, was sind dann unsere Gesamtkosten? Unsere Gesamtkosten sind nichts anderes als diese blaue Fläche. Warum ist das so? Die Grenzkostenfunktion, also die hier, die dicke rote, die sagt uns ja, wie viel zusätzliche Kosten wir für eine kleine Ausweitung der Produktionsmenge haben. Die erste Flasche kostet gerade so viel, wie wir hier am Achsenabschnitt ablesen. Die nächste ein bisschen mehr, nächste Flasche ein bisschen mehr, nächste wieder ein bisschen mehr. Und wenn wir das alles aufsummieren, dann haben wir hier diese ganze Fläche. Und bis XA haben wir dann diese blaue Fläche an Gesamtkosten. Das heißt, die Summe der Kosten bei einer Produktionsmenge von XA entspricht gerade der Fläche unter der Grenzkostenkurve. Mathematisch erkennen Sie das ganz einfach. Die Grenzkosten sind ja nichts anderes als die Gesamtkosten abgeleitet. Okay? Umgekehrt sind die Gesamtkosten also das Integral der Grenzkosten. Und wie Sie aus der Schule noch wissen, ist das Integral einer Funktion grafisch gesehen nichts anderes als die Fläche unter einer Funktion. Ja, deswegen sind die Gesamtkosten hier diese Fläche. Das gleiche können wir uns für eine andere Menge überlegen, für eine Menge XB. Da haben wir zunächst mal diese blaue Fläche, sind die Gesamtkosten, die bei der ersten Produzentin entstehen, und dann noch dieses kleine Stück, was die zweite Produzentin anbietet. Das sind die gesamtwirtschaftlichen Kosten, wenn die Menge XB angeboten wird. Und wenn wir dann noch eine größere Menge XC haben, eine Produktionsmenge von XC, dann haben wir folgende blaue Fläche als die Gesamtkosten. Ne, nur damit Sie sehen, ja, wie es dann bei einer noch größeren Menge wäre. Wieder nur bis hier sind die Kosten, bevor die 3 einsteigt, und dann, wenn die 3 einsteigt, kommt noch dieses Stück dazu. So viel zum Angebot erstmal. Jetzt müssen wir noch wissen, wie es mit der Nachfrage ist, okay? Und wir wollen also wissen, was ist der Nutzen, der durch Sprudel gestiftet wird. Ne? Denn nur wenn es einen Nutzen stiftet, dann fragen wir es auch nach. So. Typischerweise messen wir das durch Zahlungsbereitschaft. Wir fragen also, wie viel Sprudel bei einem gegebenen Preis nachgefragt wird. Und typischerweise ist das hier so eine fallende Funktion. Je höher der Preis, desto weniger fragen wir nach. Je niedriger der Preis, desto mehr fragen wir nach. Wie viel sind Menschen bereit, für eine zusätzliche Flasche zu zahlen? Genau, wie eben schon gesagt, wir haben eine fallende Funktion, und die Intuition ist, die erste Flasche, die überhaupt auf den Markt kommt, die kann man ziemlich teuer verkaufen. Das ist die erste Sprudelflasche überhaupt. Für die nächste ist die Zahlungsbereitschaft dann vielleicht schon ein bisschen niedriger und so weiter und so weiter. Und irgendwann könnte sie auch theoretisch negativ werden, aber hier für die Grafik ist es praktischer, wenn wir nur bis 0 gehen. Wir können also insgesamt annehmen, dass die marginale Zahlungsbereitschaft eine fallende Funktion ist. Okay? Auch hier ist das eine Grenzzahlungsbereitschaft. Ne? Es geht immer nur um die Zahlungsbereitschaft für die nächste Flasche. Ne? Die nächste Flasche, da wollen wir ein bisschen weniger ausgeben. Hier, die nächste Flasche stiftet wieder ein bisschen weniger Nutzen und so weiter und so weiter. Bei einer Menge XA hätten wir also insgesamt einen Nutzen-Äquivalent zu dieser grünen Fläche. Warum? Also das können wir genauso argumentieren wie bei den Grenzkosten. Die Funktion ist ja hier die marginale Zahlungsbereitschaft, die Zahlungsbereitschaft für eine zusätzliche Flasche. Und der Gesamtnutzen bis zu diesem Punkt ist dann nichts anderes als die Fläche unter dieser Grenzfunktion. Ne?
Ganz einfach. Und das können wir jetzt schon kombinieren mit dem, was wir eben für das Angebot hergeleitet haben. Für jede Menge wissen wir nun, wie die Nachfrage aussieht und was die Produzentinnen anbieten. Und ja. Genau. Mal das hier runter. Ja, wir sind immer noch beispielhaft bei der Menge XA. Was ist bei der Menge XA? Bei dieser Menge XA sehen wir, ist der gesamtgesellschaftliche Nutzen, also diese große grüne Fläche, ist höher als die gesamtwirtschaftlichen Kosten, diese blaue Fläche. Wir haben also insgesamt einen Wohlfahrtsgewinn, wenn wir XA produzieren, ne? Nämlich der Unterschied, das, was jetzt noch von der grünen Fläche übrig ist. Das ist gut, aber wir wissen, diesen Wohlfahrtsgewinn können wir noch ausweiten. Eben nicht, indem wir noch ein bisschen mehr produzieren. Denn dann haben wir noch mehr grüne Fläche. Hier das Stück. So, und wenn wir jetzt die Produktion tatsächlich noch ausweiten, kommen wir hier bis zu diesem Punkt, wo Angebot und Nachfragekurve sich schneiden. Und das nennen wir dann X-Opt. Und das ist die Produktionsmenge, bei der der gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtsgewinn ob maximal ist. Ja? X-Opt ist also die sozial optimale Menge an Sprudelflaschen. Weniger wollen wir nicht, denn dann wäre die grüne Fläche kleiner. Mehr wollen wir nicht, denn dann wären die Kosten ja höher als der Nutzen, der gestiftet wird. Und das kann nicht effizient sein. Wie können wir denn X-Opt konkret bestimmen? Dafür brauchen wir genaue Informationen, wie die Nachfrage nach Sprudelwasser aussieht und wie das Angebot aussieht. Diese Informationen herauszufinden ist natürlich nicht so leicht. Besonders weil in dieser Grafik haben wir ja einfach abgetragen, okay, hier ist 0 und hier ist ein sehr hoher Preis. Aber in der Wirklichkeit sind ganz niedrige und ganz hohe Preise gar nicht beobachtbar, ne? Denn der Markt regelt sich ja schon irgendwo hier in die Mitte ein. Und wenn wir nicht beobachten können, was bei ganz niedrigen und ganz hohen Preisen ist, dann müssen wir raten, was da rauskommen würde. Ne? Und das ist natürlich nicht sehr genau. Glücklicherweise funktioniert der Preismechanismus des Marktes, ohne dass wir diese Informationen irgendwie in einer zentralen Autorität sammeln müssen. Ne? Der Preismechanismus des Marktes schafft es, ohne dass irgendjemand diese Informationen zentral sammeln muss. Denken Sie an einen ganz normalen Markt, einen Wochenmarkt. Da ist es ja nicht so, dass irgendwo in der Mitte eine Preisautorität steht, ein Preisschiedsrichter, der und bei jedem Stand sagt, hier, das ist dein Spargel ist zu teuer, deine Erdbeeren sind zu billig, sondern allein durch Angebot und Nachfrage und allein durch die dezentrale Akteure, dadurch, dass manche Leute mehr kaufen, manche dann weniger, allein dadurch pendelt sich der Preis auf das optimale Niveau ein, ohne dass irgendjemand zentrale Informationen sammeln muss. Ökonomisch ausgedrückt, der Preismechanismus führt dazu, dass wir genau den Preis P Stern finden. Wo ist der? Na, das ist der Preis, der assoziiert ist mit der optimalen Menge X-Opt. Warum führt der Preismechanismus dazu, dass P Stern sich einpendelt? Naja, wenn mehr produziert würde als X-Opt, hätten die Produzentinnen einen starken Anreiz, den Preis zu senken, damit sie mehr verkaufen können. Damit wären sie dann aber unter ihren Grenzkosten, sodass es sich gleichzeitig lohnen würde, die Angebotsmenge auch zu senken, und zwar bis X-Opt. Und genauso gut können wir links argumentieren. Links oder rechts der optimalen Menge haben wir also, würde es also so sein, dass der Preismechanismus dazu führt, dass wir eine Annäherung Richtung des effizienten Preises haben. Vorausgesetzt, dass der Markt richtig funktioniert. Und wenn der Markt richtig funktioniert, dann brauchen wir keine zusätzlichen Informationen, damit der Markt funktioniert. Damit wir den Preis P Stern haben. Die einzelnen Akteure brauchen natürlich ihre relevanten Informationen. Das heißt,
Anbieter müssen ihre eigenen Kosten kennen und die Nachfrager müssen ihren eigenen Nutzen kennen. Jetzt überlegen Sie sich mal, wie ist das bei Sprudelwasser? Kennen Sie persönlich den Nutzen von Sprudelwasser? Könnten Sie das irgendwie beziffern, in eine Reihenfolge bringen? Wahrscheinlich nicht, auf jeden Fall nicht genau genug, um eine konkrete Funktion abzuleiten. Und insbesondere reden wir ja hier von Produkthaftung, von Risiko. Wahrscheinlich, also diejenigen von Ihnen, die Sprudel aus Glasflaschen trinken, die werden wahrscheinlich nicht jedes Mal explizit an das Risiko der explodierenden Flasche denken. Das heißt, tendenziell unterschätzen Sie das Risiko, das Schadensrisiko von Sprudelwasser in einer Glasflasche. Umgekehrt heißt das, dass der Nutzen von Sprudel tendenziell von Konsumenten überschätzt wird, ne, weil dieses Risiko nicht reingerechnet wird. Dann kommen wir nicht zur optimalen Menge X-Opt auf dem Markt, es sei denn, die Produzentinnen auf diesem Markt würden das Risiko berücksichtigen. Wie könnte man das erreichen? Zum Beispiel über Produkthaftung. Wenn die Produzentinnen für alle Schäden in voller Höhe haften, dann werden sie das Risiko berücksichtigen und dann müssen die Nachfrager sich nicht mehr um das Risiko kümmern. Wir sehen also, dass und deswegen haben wir geschichtlich beobachtet, dass immer mehr Anbieter von Sprudelwasser auf Plastikflaschen umgestiegen sind, ne, weil sie ab und zu haftbar gemacht wurden für Schäden von explodierenden Glasflaschen. So, das war jetzt alles nur Vorgeplänkel und jetzt geht es wirklich erst um die Häufigkeit von gefährlichen Handlungen. Wichtig ist also bei der Entscheidung, X-Opt zu setzen, zu finden, dass alle Kosten berücksichtigt werden. Entweder muss der Nachfrager wissen, welches Risiko besteht, oder der Hersteller muss die Kosten mit einbeziehen. Hauptsache, eine der beiden Seiten berücksichtigt die Kosten. Und darauf aufbauend können wir uns jetzt fragen, wie rechtliche Regeln wirken, insbesondere das Produkthaftungsrecht. So, hier ein kleines Beispiel. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Ein Beispiel für eine extrem gefährliche Handlung, zumindest aus gesellschaftlicher Sicht, ist Ölförderung im Golf von Mexiko. Wenn so eine gefährliche Handlung vorgenommen wird, kann man mit erheblichen Umweltschäden und Explosionsrisiken rechnen. Und in diesem theoretischen Beispiel hier sind die Fördermenge und das Risiko durch die Sorgfalt und die Anzahl der Bohrlöcher bestimmt. Wenn man mehr bohrt, kann man mehr Öl fördern, aber es kann potenziell auch mehr schief gehen. Im Gegensatz zu dem, was wir bis jetzt an theoretischen Modellen hatten, haben wir also hier auch das Ausmaß der gefährlichen Handlung drin, ne? Nämlich die Anzahl der Bohrlöcher, die gemacht wird. Und der Einfachheit halber haben wir uns hier erstmal auf einseitige Schadensverursachung beschränkt, das heißt, die Opfer sind keine echten Akteure. Die Geschädigten können nicht wirklich was machen, sondern sie haben einfach nur den Schaden. So, in den Spalten haben wir jetzt die Auswahl zwischen 1, 2 oder 3 Bohrlöchern. Hier 1, 2, 3. Und das ist jeweils mit einer Fördermenge von 30 Millionen Tonnen, 60 Millionen Tonnen und 90 Millionen Tonnen verbunden. Was haben wir noch? Hier angegeben. Bei jedem Loch oder pro 30 Millionen Tonnen, ist egal, weil das hier gleich gewählt ist. Für jedes Loch können wir können pro Bohrloch unterschiedlich vorsichtig sein. Wir können 0 Euro in Vorsichtsaufwendungen stecken, wir können 2 Millionen Euro pro Bohrloch reinstecken und wir können 4 Millionen Euro pro Bohrloch in Vorsichtsaufwendungen reinstecken. Und jetzt die Frage, was aus sozialer Sicht optimal ist. Dafür müssen wir uns erstmal Gedanken darüber machen, wie die Erlöse und die erwarteten Schäden jeweils aussehen. Genau, und die schwarzen Zahlen, die hier schon...
eingetragen sind. Das sind die Erlöse, die erwartet werden bei dieser Kombination von Bohrloch und Vorsichtsaufwendung. Ne? Sie sehen, im Trend haben wir sowas wie abnehmende Grenzerlöse. Das erste Bohrloch bringt uns noch einen Erlös von 20 Millionen Euro. Das zweite Bohrloch bringt einen zusätzlichen Erlös von 12 Millionen Euro. Ne? Also 20 plus 12 sind 32. Und das dritte Loch bringt uns dann noch einen niedrigeren Grenzerlös, nämlich nur noch 4 Millionen Euro, sodass wir insgesamt 36 hätten. Und wir nehmen an, die zusätzlichen Schäden, die entstehen pro zusätzlichem Bohrloch, sind konstant. Das heißt, bei einem Bohrloch erwarten wir hier 7 Millionen Euro Schaden, das zweite erhöht es nochmal auf 14 und das dritte erhöht es auf 21 Millionen. Okay? Das heißt, hier erwarten wir konstante Grenzschäden. Und Sie sehen, wenn wir 2 Millionen an Vorsichtsaufwendungen reinstecken, dann verringert sich der Schaden, der erwartet wird, von 7 auf 4. Sinkt der erwartete Schaden um 3 Millionen Euro pro Bohrloch. Ne? Also auch hier die Reduktion ist konstant. Also dass wir hier bei 2 Bohrlöchern und einer mittleren Vorsichtsaufwendung hätten wir dann 8 Millionen Schaden und bei 3 hätten wir 12 Millionen Schaden. Und dementsprechend haben wir dann noch eine stärkere Reduktion, aber ein bisschen schwächer bei 4 Millionen Euro. Ne? Dann könnten wir nochmal den Schaden bei einem Bohrloch auf 3 senken, bei 2 auf 6 und bei 3 Löchern auf 9 Millionen Euro. Die Reduktion ist jetzt aber nur noch 1 Million. So, mit diesen Informationen gerüstet, können wir jetzt den gesamtgesellschaftlichen Gewinn ausrechnen. In Rot. Wir ziehen einfach die erwarteten Schäden von den jeweiligen Erlösen ab und kommen auf diese roten Zahlen. Wie kommen wir hier auf die 13? Wir haben Erlöse an 20 Millionen und erwartete Schäden von 7. 20 minus 7 sind 13. Hier haben wir einen gesamtgesellschaftlichen Gewinn von 14. Wie kommen wir da drauf? Wir haben Erlöse von 20 minus 4 Millionen Euro Schaden minus die 2 Millionen Euro, die an Vorsicht reingesteckt werden, sind nur noch 14. Und genauso kommen wir auf die restlichen roten Zahlen. Das können Sie ja selber nachvollziehen. Indem Sie jetzt kurz auf Pause drücken. Und wie Sie sehen können, ist das Gewinnmaximum hier in der Mitte. Bei 2 Bohrlöchern und einer mittleren Vorsichtsaufwendung, da haben wir einen Gewinn von 20 Millionen. So, das ist jetzt das gesamtgesellschaftliche Optimum. Und wie sieht denn jetzt die Entscheidungssituation für die Ölfördergesellschaft aus, wenn wir zum Beispiel mal Verschuldenshaftung annehmen? Nach Learned Hand wissen wir ja, dass die optimale, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt bei 2 Millionen Euro liegt. Warum? Weil das die Sorgfalt ist, bei der der gesamtgesellschaftliche Gewinn optimiert wird. Ne? Und wir wissen, dass genau da die im Verkehr erforderliche Sorgfalt liegen muss. Wenn also der Produzent 0 Euro aufwendet, ist er fahrlässig und muss die Schäden tragen. Okay? Damit wären wir bei einem Bohrloch und 0 Aufwendungen bei 13 Millionen Euro Gewinn für den Produzenten. Wie kommen wir darauf? Er hat Erlöse von 20 Millionen, muss aber die Schäden von 7 Millionen tragen. Macht 13. Okay? Wie ist es bei einem Bohrloch und Vorsichtsaufwendung von 2 Millionen? Dann hat er Erlöse von 20 Millionen, muss nicht mehr den Schaden von 4 tragen, aber dafür die Vorsichtsaufwendung. Also 20 minus 2 macht 18. Okay? Und genau nach diesem Prinzip können wir dann die weiteren Gewinne eintragen als die unteren roten Zahlen. Und was sehen wir jetzt? Der Produzent wird sich nach individuellem Kalkül für diese Kombination entscheiden. Für 3 Bohrlöcher bei mittleren Vorsichtsaufwendungen. Also haben wir jetzt hier in diesem Beispiel als Ergebnis, dass der Produzent durch die Verschuldenshaftung zwar zu optimalen Vorsichtsaufwendungen getrieben wird, aber er entscheidet sich immer noch für eine zu hohe Menge dieser gefährlichen Handlung. Ne? Ein Bohrloch zu viel.
Es ist nicht ganz optimal. Ja, am liebsten hätten wir eine Hartnungsregel, bei der wir hier landen. Das können wir uns grafisch anschauen. Dafür müssen wir ein paar Vorüberlegungen anstellen, ein paar Annahmen, damit das besser darstellbar ist. Wir nehmen an, jede Einheit der gefährlichen Handlung bringt dem Handelnden zunächst viel, aber dann immer weniger. Wir haben also einen abnehmenden Grenzertrag der gefährlichen Handlung. Und das ist äquivalent zu einer fallenden Nachfrage nach der gefährlichen Handlung. Die Durchführung der gefährlichen Aktivität kostet auch ohne Vorsicht etwas, und zwar der Einfachheit halber immer gleich viel je Einheit. Noch eine Annahme, die wir treffen müssen, ist, dass die Vorsicht je Aktivitätsmenge gleich viel kostet. Gleichzeitig nehmen wir an, dass die Wirkung von Vorsichtsaufwendungen je Aktivitätsmenge gleich ist. Immer gleich. Das sind jetzt auch vielleicht auf den ersten Blick relativ viele vereinfachende Annahmen, aber die Ergebnisse ändern sich nicht qualitativ, wenn wir diese Annahmen aufgeben. Oder? Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, wenn wir mit einem sehr einfachen Modell das gleiche Ergebnis zeigen können wie mit einem sehr komplizierten Modell, dann sollten wir immer das einfache Modell zeigen. Ne? Und ein einfaches Modell ist dadurch charakterisiert, dass ziemlich viele vereinfachende Annahmen drinstecken. Gegeben diese Annahmen können wir dann für jede gegebene Menge die Sorgfalt optimieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum? Weil für eine gegebene Aktivitätsmenge wissen wir, was rauskommen wird. Nämlich basierend auf den letzten beiden Sitzungen. Ne, da haben wir ja angenommen, dass die Menge der gefährlichen Handlungen konstant ist, gegeben. Ne? Da wissen wir, welche Haftungsregel sich wie auswirken wird, unter welchen Annahmen. Genau, und weil wir jetzt immer noch zunächst noch in einer Welt der einseitigen Schadensverursachung sind, vergleichen wir nur die Gefährdungshaftung, die reine Verschuldenshaftung und keine Haftung. Ne? Denn der Geschädigte kann ja keine Sorgfalt aufbringen. Wir wissen für ein gegebenes Aktivitätsniveau, dass die Gefährdungshaftung und die Verschuldenshaftung zu optimaler Vorsicht führen und dass bei keiner Haftung auch keine Vorsicht aufgewendet wird. Das wissen wir noch aus der ersten Sitzung zum Deliktsrecht. Wir wissen auch, grundsätzlich trägt der Handelnde seine eigenen Vorsichtskosten, aber wer trägt die Schäden? Das ist eine ganz wichtige Frage. Bei der Gefährdungshaftung trägt der Handelnde immer den Schaden, bei der Verschuldenshaftung trägt der Schädiger, der Handelnde nur dann die Schäden, wenn er nicht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt walten lässt. Und von den letzten Sitzungen wissen wir auch, dass dadurch der Schädiger typischerweise die im Verkehr erforderliche Sorgfalt walten lässt und damit der Geschädigte den Schaden trägt. Wir können also annehmen, bei Verschuldenshaftung trägt der Geschädigte den Schaden, weil der Schädiger einen Anreiz hat, die optimale Sorgfalt zu wählen. Okay. Hier haben wir jetzt auf der horizontalen Achse Z abgetragen und das soll die Handlungsmenge sein, also das Ausmaß der gefährlichen Handlung. Auf der vertikalen Achse tragen wir Nutzen und Kosten ab. Wir hatten ja angenommen, dass die Nachfrage nach der Handlung fallend ist. C0, diese waagrechte Linie hier, das sind die Produktionskosten. Nehmen wir jetzt einfach mal an, dass sie konstant sind, damit das Bild einfacher wird. Und das sind also die gesellschaftlichen Kosten der gefährlichen Handlung ohne Berücksichtigung von Schäden, also reine Produktionskosten. Ne? Jede zusätzliche Einheit von Z kostet gleich viel zusätzlich. Okay? Das sind konstante Grenzkosten. Und die optimale Menge finden wir, wenn wir die gesamten Kosten uns überlegen. Die gesamten Kosten sind gegeben durch die Produktionskosten, die Schadenskosten, und die Vorsichtsaufwendungen. Okay? Und
Genau, hier steht jetzt schon x. Entschuldigung. Sie haben vielleicht gemerkt, hier steht jetzt schon x Stern. Warum? Weil wir ja wissen, dass der Schädiger sich im Zweifel optimal verhalten wird. Das sehen wir jetzt gleich genauer. Was? Ach so, und da, wo die Gesamtkosten, die Nachfrage schneiden, kommen wir natürlich zu dem optimalen Ausmaß der gefährlichen Handlung. Okay. Das ist jetzt nur quasi das Vorgeplänkel, damit Sie die Grafik kennenlernen. Und jetzt schauen wir uns unterschiedliche Haftungsregeln an. Wie ist das, wenn wir keine Haftung haben? Der Schädiger haftet also nie. Oh, da habe ich das X-Dach noch nicht umgewandelt. Das sieht hässlich aus, ne? Also das müsste so aussehen. Die erwarteten Kosten des Schädigers, wenn er nie haftet, sind also deckungsgleich mit seinen konstanten Produktionskosten. Okay? Das heißt, der Schnittpunkt mit der Nachfrage ist hier ganz weit rechts. Hier. Das heißt, wir haben bei dieser Haftungsregel zu wenig Sorgfalt, das wissen wir, und ein zu hohes Aktivitätsniveau der gefährlichen Handlung, weil Z-Dach ist größer als Z-Stern. Wie ist es? Ja, super. Wie ist es, wenn wir Verschuldenshaftung haben? Welche Kosten trägt jetzt der Schädiger? Wir wissen ja, dass bei Verschuldenshaftung der Schädiger sich optimal verhält. Das heißt, er muss nur seine Vorsichtskosten tragen. Seine Vorsichtskosten sind die optimalen Vorsichtskosten, also x Stern. Muss aber keinen Schaden tragen, weil er damit nicht fahrlässig ist. Deswegen sind die erwarteten Kosten des Schädigers jetzt hier diese waagrechte Linie, T0 plus x Stern. Im Ergebnis haben wir also immer noch ein zu hohes Aktivitätsniveau, allerdings jetzt mit optimaler Sorgfalt. Z-Dach ist größer als Z-Stern. Wie ist es bei der Gefährdungshaftung oder äquivalent bei einer Verschuldenshaftung mit viel zu hoch angesetztem Sorgfaltsmaßstab? Wir haben ja argumentiert, dass es äquivalent ist. Was sind jetzt die Gesamtkosten des Schädigers, wenn er immer haftet? Wenn er immer haftet, sind die Kosten des Schädigers genau gleich den gesellschaftlichen Kosten. Denn er hat ja seine eigenen Produktionskosten, C0, er trägt die erwarteten Schäden. Und er trägt seine Sorgfaltskosten und wir wissen, seine Sorgfaltskosten sind optimal, denn der Anreiz für ihn ist, optimale Sorgfalt zu spielen. Und der Schnittpunkt dieser Angebotsfunktion mit der Nachfrage ist genau da, wo es optimal ist. Das heißt, Z-Dach ist Z-Stern, wenn wir Gefährdungshaftung haben. Das heißt, bei Gefährdungshaftung und einseitiger Schadensverursachung haben wir, dass sowohl die Vorsicht als auch das Ausmaß der gefährlichen Handlung optimal sind. Das haben wir jetzt gesehen. Fassen wir nochmal zusammen. Gefährdungshaftung und Verschuldenshaftung führen zu optimaler Sorgfalt. Das wissen wir schon aus den letzten Sitzungen. Zu einseitiger Schadensverursachung. Gefährdungshaftung führt auch zum optimalen Niveau der Aktivität. Die Verschuldenshaftung schafft das nicht. Das heißt, wenn das Aktivitätsniveau gesteuert werden soll, ist die Gefährdungshaftung überlegen. Was wir jetzt noch nicht behandelt haben, was ein bisschen komplizierter ist, ist die zweiseitige Schadensverursachung mit Steuerung beider Sorgfaltsniveau und mindestens eines Aktivitätsniveaus. Okay? Das behandeln wir jetzt nochmal kurz. Das machen wir nicht formal, sondern rein argumentativ. Was müssen wir denn jetzt steuern? Wir müssen steuern die Sorgfalt des Schädigers, die Sorgfalt des Geschädigten, das Aktivitätsniveau des Schädigers und das Aktivitätsniveau des Geschädigten. Okay, das sind jetzt auf einmal vier Größen, die wir steuern müssen mit einer Haftungsregel. Das ist ziemlich kompliziert. Um das ein bisschen weniger kompliziert zu machen, blenden wir mal das Aktivitätsniveau des Geschädigten aus. Okay? Aus der letzten. Okay, der Unterschied zu dem, was wir bis jetzt gemacht haben, ist also nur, dass wir noch zusätzlich die Sorgfalt des Geschädigten mit reinrechnen. So, Sie erinnern sich ja, als Grundregel sind alle Haftungsregeln optimal, bei denen der Alleinfahrlässige allein den Schaden trägt.
Okay. Dann können wir uns fragen, ob eine dieser Regeln, die in diese Kategorie fallen, auch das Aktivitätsniveau des Schädigers optimal steuern können. Wie sieht es denn zum Beispiel bei Gefährdungshaftung aus? Aus der heutigen Sitzung wissen wir ja, dass das Aktivitätsniveau bei einseitiger Verursachung optimal gesteuert werden kann, wenn dem Schädiger alle Kosten bei optimaler Sorgfalt angelastet werden. Okay. Welche Kosten müsste der Schädiger dann bei beidseitiger Verursachung tragen? Er müsste tragen die Schäden, seine eigenen Sorgfaltskosten und auch noch die Sorgfaltskosten des Geschädigten, zumindest dann, wenn die Sorgfalt des Geschädigten in Abhängigkeit von seinem Aktivitätsniveau optimiert wird. Und wenn sein Aktivitätsniveau die optimalen Sorgfaltskosten des Geschädigten nicht beeinflusst, braucht er sie auch nicht zu berücksichtigen. Klar. So, die ersten beiden Punkte kriegen wir relativ leicht hin. Das wissen wir noch aus der Sitzung zur beidseitigen Verursachung. Das kriegen wir hin, zum Beispiel mit der Gefährdungshaftung, mit Mitverschuldenseinrede. Ne? Aber der letzte Punkt, das ist ein Problem. Insbesondere, oder ja, auf, insbesondere wenn die Sorgfalt des Geschädigten nur in Abhängigkeit des Aktivitätsniveaus optimiert wird, dann kriegen wir das nicht hin, denn die Sorgfaltskosten des Geschädigten können wir dem Schädiger da schlecht anlasten. Okay? Wir kriegen es nicht hin, dass der Schädiger hier auch noch die Sorgfaltskosten des Geschädigten trägt. Wie ist es umgekehrt? Wenn wir also vereinfachend das Aktivitätsniveau des Schädigers ausblenden und dafür das des Geschädigten uns anschauen, das ist genau das gleiche Problem. Können Sie sich vorstellen, ne? Eine Variable rausgenommen, eine ähnliche Variable wieder rein, haben wir genau dasselbe Problem. Nämlich, dass wir zwar das Aktivitätsniveau des Geschädigten optimal steuern können, aber dabei die Sorgfalt des Schädigers nicht berücksichtigt wird. Ne, das ist immer noch das Problem. Und noch schwieriger ist es natürlich, wenn wir wirklich versuchen, beide Aktivitätsniveaus zu steuern, denn dann müssten ja eigentlich bei optimaler Sorgfalt beide die Schäden in voller Höhe tragen. Und das ist im Rahmen des Haftungsrechts ausgeschlossen. Ne? Wie kriegen wir es also hin, dass beide, das Schädiger und Geschädigter, die vollen Kosten ihrer Handlung tragen? Mit Deliktsrecht bestimmt nicht, denn Deliktsrecht kann Schäden nur verteilen. Ne? Aber wenn es verteilt wird, dann kann der Schaden nicht von beiden komplett getragen werden. Nein, die Lösung muss anders sein. Und was ist die Lösung? Steuern. Steuern sind dazu da, etwas zu steuern. Und in diesem Fall können wir mit Steuern das Aktivitätsniveau steuern, nämlich sowohl von Schädiger als auch Geschädigten. Wenn wir sagen, je durchgeführte Handlung muss der Handelnde so viel zahlen, wie im Erwartungswert Schaden entsteht, und zwar an den Staat, dann berücksichtigt der Handelnde genau diese Kosten bei der Entscheidung über sein Aktivitätsniveau. Ganz einfach. Okay? Warum lösen wir es dann nicht immer über Steuern? Naja, weil Steuern nicht 100% effizient sind. Ne? Wir wissen, bei Steuererhebung geht immer was verloren. Steuern sind auch mit Kosten verbunden, weil sie eingetrieben werden müssen. Und eine Haftungsregel ist im Zweifel günstiger, wenn sie zum optimalen Ergebnis führt. Aber wir haben jetzt gesehen, wenn wir beidseitige Schadensverursachungen haben, können wir mit einer Haftungsregel nicht alles gleichzeitig optimieren. Ne? Beide Sorgfaltsniveaus und beide Aktivitätsniveaus kriegen wir nicht hin. Deswegen brauchen wir da Steuern. Das war alles, was wir vorerst zum Deliktsrecht gemacht haben. Was haben wir uns heute angeschaut? Die Häufigkeit gerichtlicher Handlungen. Wir haben uns erstmal ausgiebig angeschaut, wie viel überhaupt von einer beliebigen Handlung optimal ist, also das Marktgleichgewicht gefunden. Dann haben wir uns darauf aufbauend angeschaut, wie verschiedene rechtliche Regeln wirken. Und dann uns gefragt, wie es bei zweiseitiger Schadensverursachung ist. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt von Vorlesungen oder Übungen haben, öffnen Sie einfach einen neuen Diskussionsfaden im Moodle-Forum und lassen es mich wissen.